Moin Freunde, der neue Modus Feuertrupp Eliminierung ist reingekommen und der ist jetzt seit circa 5 Tagen in dem Game drinne und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, den einfach mal ein bisschen durchzuspielen, um zu gucken, ob er den, ich sag mal, Erwartungen vieler aus der Community irgendwie gerecht werden kann. Viele haben gesagt, vorher, als sie gelesen haben, was dieser Modus können soll oder wie man den spielt, dass es eine Art Blackout 2 werden soll und viele haben auch die Hoffnung gehabt, dass es besser wird als Blackout damals. Und Blackout ist ja nun mal so die kleine, hässliche Schwester mittlerweile von Warzone im Prinzip. Blackout hat als allererstes Battle Royale für ein COD ziemlich viele Maßstäbe gesetzt, meiner Meinung nach. Und der Schritt von dem rein Multiplayer-Game, was wir in Call of Duty schon seit Jahren haben, zum Battle Royale, war ein ziemlich großer. Und Blackout hatte ganz, ganz viele tolle Sachen, die vielen von uns sehr, sehr viele Monate Spaß gemacht haben. Aber Warzone ist eben das Kind, was jetzt die ganze Zeit promotet wird, was die ganze Zeit bearbeitet wird. Und Warzone ist einfach der aktuelle Battle Royale. Blackout kann man auch nicht mehr so wirklich spielen mittlerweile, weil die FPS, die man dort hatte, auf der Konsole teilweise bei 20 bis 30 liegen. Viele Leute haben davon berichtet, dass sie Kopfschmerzen bekommen nach einer Zeit, weil wir es kaum noch gewohnt sind, ein Battle Royale so zu spielen mit so wenig FPS. Es ist also sehr langsam, sehr stotternd. Und jetzt kam eben Feuertrupp Eliminierung. Und ein kurzes Overview und ihr seht hier im Hintergrund das, was ich sozusagen erspielt habe. Ich habe mich einfach 2 Stunden rangesetzt und habe diesen Modus solo mit völlig random Teammates durchgängig gespielt, um zu gucken, was ist gut daran, was ist schlecht daran, hat es was mit Blackout zu tun, hat es was mit Warzone zu tun oder. Und um das einfach vorab schon mal zu erklären, Feuertrupp-Eliminierung hat nicht so super viel mit Blackout in dem Sinne zu tun. Es hat Parallelen und es sieht auch grafisch ziemlich gut aus, läuft ja auf der Cold War Engine, was es wieder von Warzone unterscheidet. Und generell die Randbedingungen von dem Ganzen sind wie folgt. Ihr habt 10 Teams à 4 Leute, das heißt ihr habt insgesamt 40 Spieler auf der Karte. Ihr seid auf den verschiedenen Feuertrupp-Maps drauf und viele von euch kennen diese Feuertrupp-Maps, weil sie diesen Modus Feuertrupp generell schon mal gespielt haben. Feuertrupp ist ja in so Anführungsstrichen so das große neue Kind gewesen, was Treyarch hier mit reingebracht hat. Und das Problem daran ist einfach, dass viel zu viel Modi in dem Game drin sind, die den Content, den wir als Verbraucher im Prinzip haben wollen, komplett aufgeteilt hat. Es gibt 2 gegen 2, es gibt 3 gegen 3, es gibt 6 gegen 6, es gibt jetzt 12 gegen 12, es gibt Feuertrupp Eliminierung, es gibt Feuertrupp Normal, es gibt Feuertrupp Stellung, glaube ich, es gibt 100 verschiedene Modi und Warzone dazu und alle Entwicklerstudios hecheln im Prinzip hinterher, um für alles irgendwie Content zu bringen. Und während ich diese ganzen PvPs jetzt schon genannt habe, haben wir ja auch noch einen Zombie-Modus mit Outbreak, mit dem normalen Zombie-Maps, mit der Zeitmaschine, mit allen möglichen Krimskrams. Das heißt also, man merkt einfach, dass die Karten bei Feuertrupp ziemlich geil gemacht sind. Die sind farblich wunderschön. Farblich ein ganz anderes Level als Warzone, aber detailreicher ist Warzone am Ende. Und Feuertrupp-Eliminierung ist tatsächlich ein Modus, um das einmal kurz schon mal zusammenzufassen, den man mit seinen Freunden locker 2 Stunden durchsuchten kann, weil er Spaß macht. Es ist ein sehr unterhaltsamer Modus, er ist aber kein Konkurrent für Warzone und er ist auch kein Konkurrent für Blackout. Das habe ich aber auch eigentlich nicht erwartet. Das wäre krass, wenn sie so einen Modus reinbringen, der gleichzeitig besser ist als der Battle Royale, den sie 2 Jahre im Prinzip entwickelt haben. Es gibt aber auch positive und negative Dinge in diesem neuen Feuertrupp-Modus, die ich euch einmal sozusagen beibringen möchte. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den Modus schon mal gespielt habt. Disclaimer von jetzt schon, ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr dort mal reinhüpft und dass ihr mal vielleicht auch mit 3 Kumpels von euch ein bisschen zockt. Lasst uns mit den positiven Dingen loslegen und die werden etwas kürzer sein als die negativen. Das liegt aber im Prinzip nicht daran, dass es weniger Positives als Negatives gibt, sondern dass man positive Sachen schnell nennen kann, während man bei negativen Sachen auch meiner Meinung nach immer erklären sollte, warum. Weil sonst sieht es so aus, als wenn man es einfach nur bashen würde. Also generell sehr, sehr geil ist die Thematik, dass ihr ein anderes Spielerlebnis als in Warzone habt. Es ist ein bisschen mehr wie Rebirth Island oder Alcatraz. Euer Team hat im Prinzip jeweils die Chance, 5 Respawns zu haben. So lange für jeden Einzelnen, wie das Team nicht komplett auf der Karte eliminiert werdet.
Das finde ich sehr, sehr angenehm, weil man einfach bei Warzone im Prinzip nur High Reward, High Risk spielt. Ihr könnt 25 Minuten Warzone spielen und werdet Zweiter und habt im Prinzip den Sieg nicht geholt. Während ihr, und da könnt ihr euch im Prinzip, sagen wir mal, ihr spielt Solo, da könnt ihr euch einmal im Gulag irgendwie zurückkämpfen und das war's dann. Dann habt ihr, wenn ihr dann nochmal sterbt, keine Chance mehr. Hier ist es aber eben so, dass selbst wenn ihr einen Fehler macht oder zwei Fehler macht oder drei Fehler macht, ihr die Möglichkeit habt, wieder auf die Karte zu landen, ist auch mit Fallschirm ganz normal, und könnt wieder weitermachen. Der Modus geht so circa 20 Minuten, bis das letzte Team entweder eliminiert ist oder bis ihr zu dem Rettungshelikopter gekommen seid. Diese Rettungshelikopter können euch abholen, hab aber bisher in den 2 Stunden kein Team gesehen, was dadurch gewonnen hat, denn auf der Karte wird angezeigt, dass der Rettungshelikopter jemanden eskortieren wird. Und die gesamte Karte läuft im Prinzip dahin. Anders als bei Warzone bekommt ihr auch euer Loot. Nicht indem ihr es kauft, sondern ihr müsst eure Sachen, das ist wie ähnlich wie ein Blackout, aus Kisten, die überall auf der Karte spawnen und auch teilweise in den Häusern sind, raussuchen. Das heißt, ihr findet Kisten, da sind meistens so ein, zwei Platten mit drin, eine Feldaufrüstung, vielleicht eine Granate und eine Waffe mit verschiedensten Aufsätzen drauf. Ich habe bisher noch keine Kiste gesehen, bei der man nur einen Aufsatz gefunden hat. Das heißt, bei Blackout war es ja so, ihr konntet eine Waffe finden und konntet verschiedenste Aufsätze, schnelles Magazin, Schalldämpfer, Griff, all diese Sachen. Das gibt es hier anscheinend so nicht. Das heißt, hier kriegt ihr nur die fertigen Waffen mit verschiedensten Aufsätzen drauf. Ihr startet mit einer Standard MP5, die ist gar nicht schlecht, damit könnt ihr auch Kills machen und damit könnt ihr auch im Prinzip eine Runde gewinnen. Aber es ist eben wieder dieses Random Luck. Ihr müsst eine passende Kiste finden in diesem umkämpften Gebiet auf Feuertrupp, wo ihr dann eure Waffen, eure Ausrüstung, eure Schilder bekommen könnt. Sehr geil finde ich auch, dass anders als in Warzone, wenn ihr im Prinzip 2 Platten schon eingelegt habt und so viel Schaden verloren habt, ballert ihr eine komplette Platte in Warzone rein, um das Ganze wieder voll zu machen. Egal, ob ihr 10 noch habt oder 40 habt. Das bedeutet auch, wenn ihr keine Platten mehr ausgerüstet habt, aber noch so einen Balken blau und ihr setzt eine Platte ein, wird einfach nur der erste Balken voll blau. Das heißt 50 Leben oder 50 Schild dazu. Hier ist das anders. Wenn ihr 30 Schild habt und eine Platte setzt, erhöht sich das auf 80 Schild. Etwas, was bei Warzone schon seit Wochen oder Monaten eigentlich auch so sein müsste. Ich finde, wenn ich eine ganze Platte benutze, sollte ich auch eine ganze Platte im Prinzip für mich bekommen. Ihr könnt Munitionsbeutel und Schildbeutel sammeln. Diese Schildbeutel geben euch die Kapazität, dass ihr 10 Platten tragen könnt. Ihr seid relativ häufig in Gunfights drin, je nachdem wie ihr euch auf der Karte positioniert, was das Ganze zu einem wirklich Casual-Game-Erlebnis macht, was aber einfach Spaß macht. Ich weiß nicht, ob SBMM in dem Modus drin ist, es macht aber ehrlich gesagt hier auch kaum einen Unterschied, weil ihr so viel Respawns habt. Und was ich auch festgestellt habe, ein Großteil der Spieler, die Feuertrupp-Eliminierung spielen, sind meiner Meinung nach, und das ist nicht negativ gemeint, eher Beginnerspieler oder Anfängerspieler. Ich habe wenig Gegner erlebt, die wirklich schwitzen. Es ist auch wirklich der Unterschied. Dieser Modus ist für die Leute, die einfach nur ein bisschen Fun haben wollen. Während Warzone einfach der Modus ist für die Leute, die zum Großteil unbedingt diesen Sieg haben. Der Pace und die Geschwindigkeit von dem Feuertrupp-Eliminierungsmodus ist super. Es macht super viel Spaß. Es ist wirklich ein Casual-Erlebnis für jeden, der vielleicht mal ein bisschen aus dem Multiplayer raus möchte. Und die Karten sehen einfach gut aus. Die sehen farbenfroh aus, ähnlich wie wir es aus Blackout kennen. Da kann ich also nur jedem von euch empfehlen, wenn er mal Bock hat auf sowas, sollte er sich den auf jeden Fall gönnen. Der Modus hat aber auch ein paar Schwächen und ein paar negative Dinge, die ich jetzt auch erwähnen muss leider. Ich glaube, dass nicht viele Leute diesen Modus spielen, weshalb die Spielersuche am Anfang relativ lange dauert, weshalb man sehr, sehr häufig in Lobbys aber auch kommt, wo der Ping sehr schlecht ist, weil man dann irgendwie so nach 60 Sekunden Spielsuche merkt, dass das Game jetzt einfach eine Lobby zusammenschustern möchte. Teilweise ist es dann so, dass ich in einem 140er bis 200er Ping am Anfang stehe. Wenn das passiert, gehe ich einfach am Anfang der Runde direkt raus, weil es für mich nicht spielbar ist, mit 200 Ping auf Gegner zu schießen, umherzulaufen, zu fahren, Missionen zu machen und sonstiges. Die Serververbindung generell in Cold War ist seit der Season 3 einfach grottig. Das muss man ganz ehrlich so sagen. In Warzone ist sie grottig, im Multiplayer ist sie grottig und auch hier ist sie grottig.
Da gibt es jetzt verschiedene Themen, die müsste man in einem separaten Thema eigentlich besprechen. Was ich mir wünschen würde, ist im Prinzip, dass die Spielersuche am Anfang einfach ein bisschen länger geht. Notfalls warte ich auch 2 Minuten, wenn ich spielen möchte, so dass ich einen besseren Ping habe. Ich bin mittlerweile mit dem Ping von 40 bis 60 Millisekunden schon zufrieden. Teilweise komme ich auch auf diesen Ping, teilweise bin ich aber auch bei 100 in der Runde und dann möchte ich das Random Team nicht im Stich lassen und einfach rausgehen. Ein zweiter negativer Aspekt im Prinzip ist das, was eigentlich positiv ist. Es gibt random Klassen, die ihr euch zusammenstellt. Ihr findet verschiedenste Waffen, verschiedene Ausrüstung, alles Mögliche. Das ist ein cooler Aspekt, der mir persönlich besser gefällt als straight einfach Geld sammeln, wie in Warzone, Loadout kaufen, jeder spielt die Meta andauernd. Jeder spielt den Rose-Skin, es ist einfach jede Runde repetitive das gleiche. Hier ist es eben ein Problem, dass man teilweise keine Kisten findet. An manchen Stellen, die völlig random sind, findet man 20, 30, 40 Kisten, die man öffnen kann, wo man auch richtig viel Loot zusammensammelt. Und dann gibt es wieder einige Stellen, da findet man im Prinzip gar keine Kisten. Was man also machen müsste, ist meiner Meinung nach eigentlich, die Kisten-Spawn-Points, die man hier hat, weiter aufteilen, so dass entweder mehr Kisten zu finden sind oder besser aufgeteilt, so dass man die Möglichkeit hat, auch von der MP5 wegzukommen und bessere Waffen zu bekommen, je nachdem, wo man natürlich ist. Das ganze Soundsystem in dem Ganzen ist ziemlich gut eigentlich, mit 2 negativen Aspekten. Man kann Schritte extrem gut hören, auch auf Entfernung. Wenn aber ein Gegner, und die respawnen ja relativ häufig, was das Ganze eben auch sehr chaotisch manchmal macht, weil man teilweise gegen 2-3 Teams an einem Punkt kämpft, wo andauernd Leute irgendwie wieder landen, die vorher schon gestorben sind. Man hört es nicht, wenn über einem jemand ist und mit einem Fallschirm landet. Es sind Leute, und ich habe ja mein Rocket Khan, was meiner Meinung nach eines der besten Headsets ist, was ich jemals auf dem Kopf hatte. Wirklich einen Zentimeter hinter meinem Kopf sind und gerade auf dem Fußboden landen. Das heißt, eigentlich würde ich mir wünschen, dass man das besser hört, weil es gibt hier in dem Sinne keine Totenstille, die ich bisher gefunden habe. Und wenn man mit Absicht auf das Thema Totenstille dort verzichtet hat, sollte man schon dafür sorgen, dass der Sound für alle das gleiche ist und wenn ich wieder lande im Game, dass ich gehört werden kann, wenn ich schon direkt hinter dem Gegner lande. Etwas, was auch unglaublich nervt an dem Ganzen, im Prinzip, es ist ein Gas, was irgendwo umherläuft und was die ganze Karte immer kleiner macht. Dieses Gas kennen wir im Prinzip als Zone aus Warzone, kennen wir aus Blackout. Was aber in diesem Gas stört, ist, dass das Ganze etwas chaotisch läuft. Das Gas läuft nicht in einem Kreise, sondern geht von verschiedensten Flecken auf der Karte immer zu irgendeinem bestimmten Zielort nachher. Man kann zum einen auf der Karte nicht wirklich sehen, wo es ist, zum anderen merkt man einfach, dass man schnell, auch ohne Kompass, die Orientierung verliert, was in Warzone so nicht wirklich passiert. Und ein anderes Problem ist, wenn man in dem Gas drinne ist, hat man im Prinzip kaum eine Chance rauszugucken. Das heißt, man ist ja schon bestraft, im Gas zu laufen. Man verliert Leben die ganze Zeit. Leute, die außerhalb des Gases sind, haben aber den Vorteil, in das Gas gucken zu können und euch dort schon abknallen zu können. Das heißt, entweder macht man so, dass beide Seiten gleich schwierig oder gleich gut gucken können. Oder man macht es so, dass man im Gas trotzdem die Möglichkeit hat, normal rauszugucken, weil man im Prinzip schon genug bestraft ist. Aber insgesamt, wenn man sich so die negativen Aspekte anguckt davon, und der größte ist eigentlich der schlechte Ping in vielen Runden, ist das ein Modus, der wirklich Spaß macht und den Treyarch meiner Meinung nach ziemlich geil gemacht hat. Ihr könnt gerne eine Bewertung dalassen, könnt gerne ein Like auch oben dalassen, würde mich natürlich riesig drüber freuen. Lasst gerne einen Kommentar da, ob ihr den Modus schon gespielt habt und ob er euch gefällt. Ich persönlich bin ein Fan davon. Aber es ist kein Modus, der mich ewig fesselt. Also mal, auch in einem Stream, 1-2 Stunden vielleicht, ist das sehr unterhaltsam. Mehr ist es aber auch nicht. Mehr soll er im Prinzip aber auch nicht sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin raus. Viel Spaß euch.